Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Lass uns mal heute über das Thema Titel im Stellenanzeige sprechen. Warum das wichtig ist? Weil das tatsächlich das Erste ist, was Bewerber sehen. Und auch wenn du an diejenigen denkst, die gerade nicht aktiv auf der Arbeitssuche sind, trotzdem immer wieder schauen, was in dem Bereich gerade ausgeschrieben ist, suchen die dementsprechend anhand des Titels nach Stellenanzeigen, die in bestimmter Region, Bereich und so weiter offen sind. Wenn wir an Titel denken, gibt es zwei Ansichten, die man betrachten muss. Zum einen, was der Bewerber auch angeben, welche Keywords suchen wir. Zum anderen, Perspektive des Algorithmus, was der Suchmaschinenoptimierung unter den Begrifflichkeiten versteht. Und wie kann man prüfen, ob dein gewählter Stellenprofiltitel auch tatsächlich so gesucht wird? Ich habe drei Beispiele mitgebracht. Kurz vorab, ich nutze dafür Google Trends. Das ist eine kostenfreie digitale Plattform, die von Google auch zur Verfügung gestellt wurde. Und da kannst du wirklich auf der Schnelle kostenfrei gegenchecken, welche Titel für dein Stellenprofil auch am meisten gesucht wird. Da kann man noch regionale Anpassungen anschauen, aber lass uns mal erstmal deutschlandweit schauen. Erste Beispiel, das du gerade siehst, geht es um Developer. Du suchst nach einem Softwareentwickler. Und wenn man vom Bau her entscheidet und sagt, ah, ich möchte meine Stelle richtig cool positionieren, ich mache richtig was Tolles, Software Engineer, klingt doch cool. Viel cooler als Softwareentwickler. Schau mal anhand der Ergebnisse von Google Trends, wie Maschine versteht und was Maschine rausgibt oder wie die User auch tatsächlich nach Keyword suchen und wie der Unterschied ist zwischen Softwareentwickler, Software Developer und Software Engineer. In dem Moment, wo du das siehst, und die Entscheidung treffen solltest, wie du dein Stellenprofil auch benennst, würde ich auf deine Stelle Softwareentwickler nehmen, weil danach auch Bewerber suchen. Ein anderes Beispiel. Gehen wir in einen anderen Bereich, zum Beispiel Marketing. Und da kann man auch viele verschiedene Varianten ausprobieren für dein Stellenprofil. Und hier habe ich drei Keywords eingegeben, einmal Online-Marketing, einmal digitales Marketing und einmal Social-Media-Marketing. Wie du siehst, gewinnt in dem Fall Online-Marketing. Dementsprechend, wenn du dann im Online-Marketing-Bereich eine Position hast, würde ich auf deiner Stelle tatsächlich für den Titel Online-Marketing-Manager oder Online-Marketing-Spezialist und so weiter sich entscheiden. Und das letzte Beispiel für heute, gehen wir im Personalbereich und mal angenommen, du bist im Unternehmen, der gerade nach Kollegen für dich auch suchen möchte und da braucht er einen HR-Manager, der eher als Generalist unterwegs ist. Und schaue da auch, mit welchem Titel du rausgehen kannst. Es gibt eher so Standardtitel HR-Manager, es gibt einen Titel Personalreferent, bei manchen Unternehmen wird immer noch häufig nach Personalreferenten gesucht. Und es gibt was Moderneres, People and Culture. Wie die Ergebnisse zeigen, würde ich auf deiner Stelle in dem Fall nach HR-Manager suchen. Du kannst endlos damit spielen, das waren nur drei kleine Beispiele, die ich mitgebracht habe, werde ich dich wirklich ans Herzen legen. Schau immer, bevor du online gehst, wonach deine Zielgruppe sucht und entscheide dich nicht anhand dein Bauchgefühl, deine Erfahrung, sondern vertraue lieber diese Daten, die Maschine dir auch zeigt, weil so kommst du auch schneller voran, weil du größere Wahrscheinlichkeit hast, dass deine Zielgruppe nach diesem Keyword sucht und deinen Stellenprofilen findet. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei der Besetzung deiner Positionen und auf der Suche nach tollen Kandidaten und Kandidatinnen. Falls du andere Erfahrungen hast, share gerne mit uns. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.